Erster Podcast, erste Stunde auf der Podcastbühne mit Christina Höppner. Christina Höppner ist in Neuseeland, Aotearoa. Hoffentlich habe ich das auch richtig ausgesprochen. Projektleiterin der Open Source Software Mhara und ist dort seit 2010 hingegangen und macht spannende Sachen. Sie ist auch seit 2019 Mitglied der Association for Authentic Experiential and Evidence-Based Learning und Mitglied bei mehreren anderen Communities, aber eine Community insbesondere. Christina, herzlich willkommen. Sag uns mal, was du so bei Mhara alles machst. Hallo Shere, vielen Dank für die Einführung und auch, dass ich bei euch hier dabei sein kann. Es freut mich ganz sehr, euch aus der Zukunft zu grüßen. Bei mir ist es jetzt 22 Uhr abends am 25., sodass ich dann leider auch ganz, ganz viel eigentlich vom OER-Camp verpasse. Was ich jetzt aber auf dem Twitter-Stream besonders schon gesehen habe, war echt fantastisch und da werde ich definitiv dann auch noch mal zurückgehen, um zu schauen, was da noch so weiterläuft in heute und am nächsten Tag noch mit. Ja, das freut uns sehr. Ich habe gerade erwähnt, dass du bei Mhara bist. Kannst du uns kurz sagen, was ist denn überhaupt Mhara und was machst du insbesondere da? So, Mhara ist ein Educational Technology Tool, das häufig in Verbindung mit Lernmanagement-System genutzt wird. Es ist selbst eine Portfolio-Plattform, elektronische Portfolio-Plattform, E-Portfolio oder generell einfach auch Portfolio-Plattform genannt. Das Projekt hat Mitte 2006 gestartet. Es war ursprünglich hier in Aotearoa, New Zealand, vom Bildungsministerium mit gesponsert und eine Reihe von Universitäten und Hochschulen und Polytechnics hatten sich zusammengefunden, weil sie sagten, dass eine Lernplattform nicht ausreicht. Sie wollten sicherstellen, dass Studierende im Zentrum stehen und auch ihre eigene Lernplattform aufsetzen können, ihr eigenes Personal Learning Network und Personal Learning Environment bilden können. Und so ist Mhara dann entstanden. Ich hatte sogar schon, bevor ich nach Neuseeland gekommen bin, mit Mhara gearbeitet an der Universität in Europa und bin so überhaupt auf das Projekt gestoßen, denn schon von vorherigen Arbeiten an der Uni München war mir auch schon die Arbeit mit Open Source sehr wichtig gewesen und ich hatte gesehen, was für Vorteile es hat, in einer Community zu arbeiten, so dass wir uns an der Uni Luxemburg dann auch für Mhara entschieden hatten in einem Studiengang und so bin ich überhaupt dann zur Catalyst gekommen und kannte die Firma. Ja. Ja, sehr spannend. Mhara ist eine weltweite Community, das hast du schon erwähnt. Open Source auch. Die Frage, die man sich stellen könnte, ist, wer ist denn eigentlich so alles in dieser Community? Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn jetzt die Lehrenden auch im Zentrum sein sollen, dass die da auch dabei sind. Wenn man von Open Source spricht, denkt man sicherlich auch die Programmierer. Aber ist es tatsächlich so? Wer macht denn eigentlich da alles mit? Das ist eine echt gute Frage, denn gewöhnlich, gerade wenn man ja von Software spricht, heißt es, dass man, oder denkt man immer sofort an die Programmierer. Aber ganz, ganz wichtige Community-Mitglieder sind die Lernenden und auch die Lehrenden, die Lehrerinnen, die Lehrer, egal ob das jetzt an einer Schule ist, an der Universität, an der Berufsschule, denn nur durch die Leute, die auch die Software nutzen, kann die Software weitergeführt werden und macht es überhaupt Sinn, die Weiterentwicklung zu gestalten. Und die Softwareentwickler kommen eigentlich einen Schritt weiter hinten rein, denn zuerst muss jemand eine Idee haben. Und das, wenn man jetzt vor allem Software Development Lifecycle ausgeht, sind das dann meistens eben die Business Analysts, die Usability Experts, die dann auch mit den Lehrenden und den Studierenden sprechen, sagen, was wollt ihr eigentlich machen? Was wollt ihr erreichen? Dann wird ein Plan gebaut und dann kommen die Entwickler rein.
Das sind dann also solche, die im Programmcode arbeiten, aber auch Entwickler, die eher sicherstellen, dass jetzt grafische Designs umgesetzt werden, damit die Plattform auch schön aussieht und nicht wie halt einfach nur Programmiercode da ist und ganz einfache Tabellen, sondern auch Farben, die zusammenpassen und alles harmonisch mit abläuft. Des Weiteren können aber natürlich Programme, die jetzt im Internet laufen, die laufen ja nicht einfach, denn irgendeiner muss sie auch warten. Also sind auch ganz wichtig die Netzwerkingenieure, Systemadministratoren, die sicherstellen, dass jetzt auf den Servern immer die neuesten Versionen laufen und auch keiner rein kann, der nicht in die Plattform mit rein soll. Dann, wenn man eine Plattform aufgesetzt hat, und das ist das Gleiche, als wenn man das jetzt für ein Lernmanagementsystem macht oder auch für eine Website, für eine Schulwebsite zum Beispiel, gibt es dann Leute, die den Support machen. Denn es gibt immer jemand, der eine Frage hat, wie kann ich dies erreichen, wie kann ich jenes erreichen? Und der Support ist dann eben auf technischer Ebene, aber auch der pädagogische Support. Was kann ich denn überhaupt mit einem Portfolio machen? Wie kann ich das am besten einsetzen? Und da nehme ich an, sind sehr viele, die jetzt direkt in Hamburg sitzen oder auch im Livestream mit drin stehen. Das sind die Leute, die Lerndesigner, die dann auch solche Fragen mit beantworten, auch zum Teil technische Handreichungen schreiben, aber eben auch sicherstellen, dass die Tools, die genutzt werden an der Institution, auch pädagogisch richtig wertvoll eingesetzt werden können, um eben einen Mehrwert zu gestalten. Und dann gibt es auch Leute, die einfach mitmachen und Bugs finden oder neue Feature herausstellen. Und so in der Software-Community gibt es ganz, ganz viele Rollen und man muss nicht unbedingt ein Techniker sein. Ja, das hört sich nach einem Ökosystem, das ganz gut funktioniert, wenn man gut miteinander kommunizieren kann. Die Frage, die sich jetzt stellt, wenn man nach Open Source denkt man, okay, man macht das dann mit der Community, für die Community und freiwillig. Gäbe das nicht die Gefahr, dass wenn man das jetzt freiwillig macht, dass es viel zu viel wird, dass man das on top tatsächlich zusätzlich macht? Oder gibt es da andere Wege? Wie sieht es aus? Es gibt sehr, sehr viele Leute machen Open Source freiwillig. Das sind Lehrer, Lehrerinnen an Schulen, die alles einrichten an ihren Schulen, damit die Plattform laufen. Das sehen wir gerade in Deutschland. Und deswegen finde ich auch, wird gerade in Deutschland oder in der Europäischen Union generell sehr viel Open Source Software eingesetzt, weil man da die volle Kontrolle über die Plattform hat. Man kann entscheiden, wer darf drauf, wo sitzt der Code, wo sind die Daten gespeichert, die die Schülerinnen und Schüler hochladen. Und das wird häufig eben zusätzlich zur normalen Rolle gemacht. Das ist dann häufig ein Informatiklehrer oder Informatiklehrerin oder Teilabordnung, so dass da sehr viel Herzblut auch mit drinsteckt, die Plattformen einzusetzen und dann auch zu verwenden. Wenn wir jetzt eher auf die Softwareentwicklung mal eingehen, oder auch den Community Support, da gibt es auch sehr viele Volontäre, die das freiwillig machen in Abendstunden oder am Wochenende. Aber Shahira, wie du schon gesagt hast, das kann dann häufig sehr, sehr schnell zu viel werden und ganz einfach zum Burnout kommen, wenn man dann vielleicht auch Entschuldigung, ich lese gerade den Chat. Das weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, dass man mich doppelt hört. Ich hoffe aber, dass die Technik das herausfinden kann, damit das auch im Livestream etwas einfacher zu hören ist. So, wenn man jetzt an die Softwareentwicklung denkt, gibt es auch sehr viele Volontäre, die das freiwillig machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man, wie das bei uns bei Catalyst der Fall ist, dass man auch dafür bezahlt wird, an Open-Source-Software zu arbeiten. Also ich bin direkt bei Catalyst IT angestellt in Te Whanganui Atara, Wellington in Neuseeland. Bin extra auch wegen des Jobs auf die andere Seite der Welt gezogen, was ich selbst 12 Jahre danach noch nicht bereue. Auch wenn es manchmal hier etwas
kalt ist, wenn ich von Deutschland aus schöne Sommertemperaturen sehe. Aber dann haben wir es auch andersherum. Wenn bei euch Winter ist, ist bei uns der Sommer und die Temperaturen sind schön warm und Tage viel, viel länger. Davon mal ganz abgesehen. Open Source wird auch in Firmen eingesetzt, sehr viel eingesetzt. Und bei Catalyst sind wir der Meinung, dass es ganz wichtig ist, auch an den Communities mitzuarbeiten, deren Software wir verwenden. Und Mahara ist das Programm, an dem wir hauptsächlich arbeiten, jetzt in einem kleinen Teil der Firma, denn wir machen noch viele andere Dinge. Und das gibt uns die Möglichkeit, dann direkt Tag für Tag mit der Community zu arbeiten, an der Software zu arbeiten und sie voranzutreiben, damit da auch ständig Verbesserungen gemacht werden können, statt jetzt zu sehen, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Wochenende alle zwei Monate Zeit. So arbeiten wir jeden Tag daran und können deswegen auch zwei Releases pro Jahr machen mit neuen Features, mit Verbesserungen, mit Bugfixes drin und dann auch bei anderen Aktivitäten, zum Beispiel, dass wir auch in den Foren Support geben. Und das wird alles von unserer Firma mit unterstützt. Ja, das ist ja sehr viel Programm mit Unterstützung und was mir daran auch gefällt, ist, dass man nicht alles on top machen muss. Es gibt ja die Möglichkeit, sich zu informieren über alle diese Aktivitäten. Und du hast neulich etwas Tolles ins Leben gerufen zum Thema Podcast. Eigentlich gibt es bei euch einen Podcast. Verstehe ich das richtig, dass man dann über eure Projekte, aber auch über Beispiele und Cases erfahren kann, wie man Mahara zum Lehren und Lernen einsetzen kann? Genau, ja, am 28. September, um es genau zu sein, wurde die erste Episode unserer Podcast Create, Share, Engage live gegangen. Die gibt es natürlich auf allen größeren Podcast-Plattformen. Und ich hoffe, viele von euch subskribieren auch, selbst wenn ihr jetzt noch nicht Mahara verwendet. Denn obwohl wir die Podcast vom Mahara-Projekt aus machen, wollen wir eigentlich generell auf Portfolio-Praktiken eingehen und schauen, was passiert in der Welt der E-Portfolios im Moment? Was ist wichtig für Leute in Neuseeland, in Australien, in Deutschland, in Großbritannien, in den USA, wo auch immer ich meine Gäste finde? Und da greife ich natürlich sehr gut auf meine langjährigen Kontakte zurück, denn ich weiß von vielen Leuten, woran sie arbeiten, was sie gerade machen, aber höre auch immer gern was Neues und lasse mich da auch gern überraschen. Und das Wichtige, finde ich, ist, dass wir neue Medien entdecken, um Geschichten zu erzählen, Geschichten aus der Community mit herauszubringen, herauszuziehen. Denn nicht jeder will sowas vielleicht lesen oder nicht jeder liest alle akademischen Artikel, wo Praktiker und Wissenschaftler publizieren. Und da ist die Podcast, finde ich, ein sehr gutes Medium, die Inhalte frei zugänglich zu machen und auch dann zu verbreiten und Leute einzuladen, selbst über ihre Praxis nachzudenken und zu schauen, ob sie vielleicht den einen oder anderen Tipp, den sie in einer der Episoden hören, selbst einmal ausprobieren wollen. Ja, eine schöne Community-Sachen, zusammen Sachen besser machen. Genau. Simon. Ja, ich habe im Chat den Hinweis bekommen, dass wenn Christina spricht, sie doppelt zu hören ist. Wahrscheinlich liegt es an den Mikrofonen hier im Raum. Ich würde jetzt mal den Test machen, wenn du die nächste Frage gestellt hast, uns im Raum, während wir sprechen, zu muten und im Chat fragen, ob es dann besser geworden ist. Okay, dann machen wir das. Ja, die nächste Frage, die ich stellen wollte, ist tatsächlich 10 Jahre OER. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, 10 Jahren, wenn wir jetzt gemeinsam nochmal eine Unterhaltung über zum Beispiel Portfolios haben. Christina, wie denkst du, wie es denn aussieht? Haben wir eine größere Community? Haben wir ein größeres Interesse? Ist das dann eine Selbstverständlichkeit? Oh, den Crystal Ball herauszubringen. Das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir natürlich, dass OER sehr lange da bleiben und auch
weiterentwickelt werden. Nicht nur weiterentwickelt werden, weiter nachgedacht werden, an den Ideen weiter innoviert werden kann, sondern generell, dass auch mehr von ihnen Nutzen nehmen. Für mich sind Open Source und OER sehr verwandt und sehr wichtig, denn so können wir unseren Beitrag leisten, dass weniger Barrieren gestellt werden für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geld haben, bestimmte Software zu kaufen, sondern dass das kein Thema mehr ist, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, mit den Tools zu arbeiten oder die Inhalte zu lernen, für die sie sich interessieren, dass das auch Qualitätsinhalte sind, und dadurch dann jeder ähnliche Möglichkeiten hat für die Karriere, für weiteres Lernen. Und vielleicht bin ich da auch etwas voreingenommen jetzt von der Community, in der ich mich begebe, denn da scheint es doch eher selbstverständlich zu sein, dass es schon sehr viel OER gibt. Und für mich ist es natürlich ganz, ganz klar, dass das da weitergeht. Und vor kurzem bin ich auch auf die OER Voices Podcast gestoßen, in der insbesondere Alan Levine Leute auch von rund um der Welt interviewt, und das ist auch fantastisch zu sehen, welche Initiativen es gibt. In der Woche vom 7. November haben wir hier in Neuseeland, Australien oder überhaupt in unserem Teil des Pazifik eine Woche, wo wir mit 3 Webinaren auch insbesondere auf OER eingehen werden. Das ist zu Zeiten, die jetzt weniger für Deutschland günstig sind. Aber wenn wir den Link dann trotzdem teilen können, werde ich den in Twitter mit reinstellen. Denn eine Session zumindest wird auch für Deutschland ganz okay sein. Und da schauen wir uns natürlich auch an, was gibt es in der Welt der OER, auch in Bezug auf Open, Distance, Flexible and Online Learning. Und von daher sehe ich schon sehr viel, dass da noch mehr gemacht wird in Zukunft und auch es doch eine große und gute Zukunft hat. Das bedeutet aber auch, dass das nicht auf den Schultern von Einzelnen gemacht wird und von den Einzelvolontären, sondern dass auch wirklich Schulen, andere Organisationen, Regierungen, Regierungsorganisationen mit dahinter stehen müssen und dann auch dafür sorgen, dass Leute angestellt werden, dass Leute als Teil ihrer Arbeit die Möglichkeit haben, an OER zu arbeiten, diese zu erstellen oder diese zu nutzen oder existierende zu verbessern. Denn man muss ja nicht immer alles von neu anfangen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass auch solche Infrastrukturen geschaffen werden, damit es möglich ist, dass man auch davon leben kann zum Beispiel. Ja, liebe Christine, herzlichen Dank nochmal für deine Einblicke. Und das scheint für mich eine sehr zufriedenstellende Zukunft zu sein. Ich glaube, wir können alle daran gemeinsam arbeiten.